Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrieval. Architektur einer Suchmaschine. Akquise. Der erste Schritt des Indexing-Prozesses ist die Akquise von Dokumenten. Neu akquirierte Dokumente durchlaufen eine Pipeline von Verarbeitungsschritten, angefangen mit der Extraktion von Text und der Vereinheitlichung von Textkodierungen. Alle Dokumente werden in einer Datenbank zum späteren Zugriff abgelegt. Das gilt üblicherweise sowohl für die originalen, rohen Dokumente in dem Format, in dem sie vorgefunden wurden, als auch für den daraus extrahierten, unifizierten Text. Die drei Schlüsselkomponenten für die Akquise sind ein Crawler für Dokumente aus dem Web oder von anderen Orten, ein Konverter, um Text aus den zahlreichen Dokumentformaten zu extrahieren, und der Document Store, eine Datenbank für Dokumente. Ein Crawler ist ein Werkzeug zur Entdeckung und Akquise von Dokumenten. Crawling kann hier als Krabbeln übersetzt werden, eine Assoziation zu Insekten wie Spinnen oder Ameisen. Frühe Webcrawler wurden auch Spider genannt, in Assoziation zu Spinnen, die sich an ihrem Spinnennetz, also dem Web, entlanghangeln. Namensgebend war die gleichnamige erste Suchmaschine, die einen Volltextindex anbot und dafür das gesamte Web crawlen musste. Ein Webcrawler nutzt die Verlinkung von Dokumenten im Web aus, um neue Dokumente zu finden. Da Webdokumente über Millionen von Rechnern verteilt sind und da nicht vorausgesetzt werden kann, dass mit dem Internet verbundene Rechner ein vollständiges Inhaltsverzeichnis ihrer etwaigen angebotenen Webdokumente anbieten, ist das Verfolgen von Hyperlinks der einzige Weg, neue Dokumente im Web zu identifizieren. Ein Webcrawler implementiert eine Warteschlange mit Adressen von herunterzuladenen Dokumenten und analysiert jedes zuletzt heruntergeladene Dokument auf darin enthaltene Hyperlinks, die noch nicht zuvor bekannt waren. Neue Hyperlinks werden dann in die Warteschlange eingefügt, während der Crawler das nächste Dokument der Warteschlange herunterlädt. Das Web umfasst Milliarden Dokumente, verteilt auf Millionen Rechner. Große Websuchmaschinen müssen dennoch jedes einzelne Dokument zunächst entdecken und mindestens einmal herunterladen, um es zu indizieren. Damit das in vertretbarer Zeit geschieht, ist ein Webcrawler selbst eine umfangreiche Software, die verteilt auf bis zu tausende Rechner ausgeführt wird. Welche Herausforderungen und Probleme sehen Sie beim Betrieb von Webcrawlern? Es gibt eine ganze Reihe. Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Um nur ein paar der Herausforderungen und Probleme zu nennen, es bedarf einer Reihe von sogenannten Betriebsrichtlinien oder auch Policies sowie Maßnahmen, um problematische Zustände zu vermeiden. Zum Beispiel eine Explorationsrichtlinie, die dafür sorgt, dass man nicht in sogenannte Spider-Traps gerät, die die Download-Warteschlange mit unsinnigen, automatisch generierten Dokumenten überfüllen. Auch ist es möglich, dass verschiedene URLs auf dasselbe Dokument verweisen und sich nur durch Anfrageparameter unterscheiden. Daher sollten URLs normalisiert werden, um zusätzlichen unnötigen Aufwand sowohl für den Webcrawler als auch für den Webserver, von denen Dokumente heruntergeladen werden, zu vermeiden. Um das Web in vertretbarer Zeit zu crawlen, muss das Crawling, wie gesagt, parallel vonstatten gehen, was insbesondere die Synchronisation der Warteschlangen erfordert, damit nicht unterschiedliche Prozesse dieselben Teile des Webs crawlen. Das Web ist nicht statisch. Dokumente ändern sich ununterbrochen und ihre Autoren fügen Informationen hinzu und nehmen Veraltetes heraus. Diese Dokumente müssen daher wiederkehrend heruntergeladen werden, um sicherzustellen, dass möglichst die aktuellste Version eines Dokuments der Suchmaschine vorliegt. Dabei gilt es zu klären, wie häufig ein Dokument neu heruntergeladen werden sollte. All das muss unter einer sogenannten Politeness-Richtlinie geschehen, denn parallel arbeitende Crawler, die versehentlich Dokumente, die von ein und demselben Rechner bereitgestellt werden, mit hoher Frequenz anfragen, können diese Rechner schnell überlasten. Dabei ist zu beachten, dass ein Rechner durchaus mehrere Webdomains bereitstellen kann. Dies sind nur die wichtigsten Herausforderungen. Es gibt noch zwei weitere Arten von Crawlern, die Spezialisierungen eines generischen Webcrawlers sind: Sitecrawler und Focused bzw. Topical Crawler. Sitecrawler haben eine eingeschränkte Explorationsrichtlinie und sollen nur eine spezifische Website, das heißt Domain, crawlen.
Fokussierte Crawler sind Crawler, die zwar in großem Umfang Dokumente herunterladen, deren Betreiber aber nur an bestimmten Dokumenten interessiert sind, zum Beispiel Dokumente eines bestimmten Themas oder Genres. Zusätzliche Komponenten zur Klassifikation von Dokumenten bezüglich der vorgegebenen Dokumentarten sind hierfür nötig. Als Beispiele sind spezialisierte Suchmaschinen zu nennen, wie akademische Suchmaschinen, Nachrichtensuchmaschinen, Suchmaschinen für geschäftliche Interessen oder Jobsuchmaschinen. Darüber hinaus gibt es noch Document Crawler, deren Strategie zur Entdeckung neuer Dokumente nicht die Verlinkung von Dokumenten ausnutzen kann, da in vielen Umgebungen Dokumente nicht, wie im Web, verknüpft werden. Hier geht es um die Entdeckung von Dokumenten in Unternehmensnetzwerken oder auch nur auf dem heimischen Rechner. Dokumentcrawler werden insbesondere im Bereich der Enterprise Search sowie der Desktop-Suche benötigt. Es gibt hunderte bis tausende Dokumentformate, um Text sowie andere Medien im Computer abzubilden. Die Nutzerinnen und Nutzer einer Suchmaschine erwarten, dass die Suchmaschine wie selbstverständlich alle Formate durchsuchen kann. Gleichzeitig ist es für die Entwicklerinnen und Entwickler einer Suchmaschine nicht ökonomisch, jede Komponente der Indizierungspipeline auf alle Formate hin anzupassen. Daher wird ein Konverter benötigt, der die verschiedenen Formate zu einem einheitlichen Dokumentformat umwandelt. Für Suchmaschinen kommen hier gegebenenfalls formatierte Textdateien in Frage oder ein einheitliches Format basierend auf einem XML-Schema, bei dem Klartext mit Metadaten angereichert werden kann. Da im Web HTML-Dokumente am weitesten verbreitet sind, wird bei Websuchmaschinen auch HTML als einheitliches Dokumentformat verwendet und alle in anderen Formaten vorliegenden Dokumente zu HTML konvertiert. Man kann das zum Beispiel bei Google beobachten, wenn man sich für ein als PDF markiertes Dokument die im kleinen Dropdown-Menü verborgene Funktion Cached anschaut, um das Dokument so zu betrachten, wie es im Indizierungsprozess weiterverarbeitet wurde. Googles HTML-Konverter liefert selbst bei komplex formatierten Dokumenten ein beachtliches Ergebnis. Auf diese Weise bleiben auch wesentliche Strukturinformationen wie Seiten, Überschriften, Absätze, Tabellen und so weiter für spätere Verarbeitungsschritte noch zugreifbar. Es gibt darüber hinaus Dutzende Codierungen für Klartextdokumente. Die beiden bekanntesten und am weitesten verbreiteten sind der American Standard Code for Information Interchange, ASCII oder auch ASCII, und das Unicode Transformation Format, UTF, beide in verschiedenen Varianten. Auch hier erleichtert eine einheitliche Codierung die Programmierung der nachfolgenden Verarbeitungsschritte. Hierzu ist zu sagen, dass es verschiedene Wege gibt, anzuzeigen, mit welcher Codierung ein Dokument gespeichert wurde, und dass man sich hierauf nicht hundertprozentig verlassen kann. Die Autoren von Webdokumenten oder anderen Klartextdokumenten im Web machen gelegentlich Fehler und geben in ihren Dokumenten die falsche Codierung an. Statt sich blind auf die Angaben zu verlassen, ist es entweder nötig, nachträglich zu prüfen, ob Codierungsfehler erkannt werden können, wenn man der angegebenen Codierung folgt, oder einfacher, die Codierung von vornherein selbst zu bestimmen. Das ist kein unwichtiger Schritt, denn Codierungsfehler können sich durch die gesamte Verarbeitungspipeline bis hin zur Suchergebnisseite der Suchmaschine propagieren und Folgefehler bei der Dokumentverarbeitung sind unvermeidlich. Wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer einer Suchmaschine zum Beispiel fehlerhaft kodierte Zeichen auf einer Suchergebnisseite beobachtet, wird das eher selten als Fehler des Autors des Dokuments interpretiert, sondern als Fehler der Suchmaschine. Das Vertrauen in die Suchmaschine nimmt dadurch ab. Gleichzeitig ist es sowohl bei HTML-Dokumenten aus dem Web als auch bei sonstigen Klartextdokumenten der Fall, dass Fehler bei der Auszeichnung der Inhalte oder bei der Codierung gemacht werden, die selbst dann auftreten, wenn die Autoren sonst alle Metainformationen über das Dokument korrekt angegeben haben. Genauso wie Webbrowser sehr fehlertolerant HTML-Dokumente anzeigen, müssen Websuchmaschinen ebenso fehlertolerant entwickelt werden und jedwede erkennbaren Fehler automatisch beheben oder filtern. Alle Dokumente, die für eine Suchmaschine akquiriert werden, werden in einem Document Store gespeichert. Darunter die originalen Dokumente, so wie sie heruntergeladen wurden, die konvertierten und unifizierten Dokumente, Metadaten zu den Dokumenten sowie eine Versionshistorie.
Die Funktion einer Suchmaschine erfordert fortwährenden, direkten Zugriff auf alle gespeicherten Dokumente. Warum, denken Sie, ist das nötig? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die wichtigste Funktion einer Suchmaschine, die von einem direkten Zugriff auf die originalen und konvertierten Dokumente abhängt, ist die Generierung von sogenannten Snippets. Also die Kurzzusammenfassung, die auf Suchergebnisseiten für jedes gefundene Dokument angezeigt werden. Snippets werden dynamisch, abhängig von der Anfrage generiert. Und das muss in Sekundenbruchteilen geschehen. Ein neuerliches Herunterladen eines Dokuments von der originalen Quelle ist dafür zu langwierig. Und es ist auch nicht sicher, dass das Original ununterbrochen verfügbar ist. Des Weiteren werden alle verfügbaren Metadaten über das Dokument gespeichert, um die Provenienz aller Dokumente zu dokumentieren und die Daten für die Suche sowie für die Anzeige von Suchergebnissen zu verwenden. Auch die Versionshistorie von Dokumenten, die regelmäßig aktualisiert und daher neulich gecrawlt werden, ist von Nutzen. Zwar werden in der Websuche üblicherweise nur die jüngsten Versionen von Dokumenten durchsucht, allerdings enthalten die älteren Versionen gegebenenfalls Informationen und Wissen, das so in keinem anderen Dokument im Web mehr vorkommt. Auf diesen Daten aufbauend lassen sich, wie die großen Suchmaschinenhersteller regelmäßig demonstrieren, eine ganze Reihe intelligenter Technologien aufbauen. Das Web ist über Millionen Rechner verteilt. Um eine Kopie des Webs vorzuhalten, bedarf es zwar nicht derselben Anzahl an Rechnern, aber doch Tausende, an die große Datenspeicher angeschlossen sind. Der Document Store einer Suchmaschine ist, genau wie ihr Crawler, ein verhältnismäßig komplexes, verteiltes System.